Die Regeln für dein glückliches Leben von Dr. Joe Dispenza. Weil das bestimmt dein Leben, das bestimmt, wie deine Zukunft aussieht. Du willst nicht sterben als ein unbewusster Typ, der eigentlich gar nicht gewusst hat, warum er gelebt hat, so. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüsen, ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt Die Regeln für dein glückliches Leben von Dr. Joe Dispenza. Wir haben uns mit vielen eher negativen Sachen auseinandergesetzt heute auch im Stream. Und deswegen habe ich gedacht, zum Ende hin wollen wir uns nochmal was reinziehen, was uns allen gut tut und worauf es am Ende des Tages auch wirklich ankommt. So. Man darf nicht zu viel im Außen unterwegs sein und sich den ganzen Tag mit irgendwelchen negativen Sachen beschäftigen, die auf der Welt gerade vielleicht nicht gut laufen und schlecht laufen und böse sind und so. Man darf dabei nicht vergessen, in seinem Herzen zu bleiben, in seinem Bewusstsein zu bleiben, in der Mitte zu bleiben, in der Spiritualität zu bleiben, dankbar zu sein, zu lieben. Und deswegen ziehen wir uns jetzt das Video rein. Ab geht der Peter. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Los geht's. Meistens antworten und reagieren Menschen auf die Bedingungen in der Umwelt. Da ist nichts falsch dran. Wir alle reagieren auf Umstände im Leben. Aber das Endprodukt dieser Erlebnisse nennt man Emotionen. Und die Emotionen sind sozusagen ein Archiv der Vergangenheit. Nummer eins, wenn man jeden Tag nach derselben Emotion lebt und die Emotionen sind die chemischen Folgen vergangener Ereignisse, dann wirst du in der Vergangenheit stecken bleiben. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf diese Emotionen lenkst, da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da kommt deine Energie hinterher. Und je mehr Aufmerksamkeit du auf die Emotionen verwendest, desto mehr wird sich die Energie in die Vergangenheit richten. Die erste Regel. Das ist halt das ist Real Talk. Also die erste Minute war jetzt schon Real Talk seit Vater. Und ja, hey. Es ist so wichtig, sich von seinen vergangenen Erlebnissen zu disconnecten teilweise, damit man nicht immer wieder sich davon beeinflussen lässt und die ganze Zukunft wieder eigentlich die Vergangenheit ist so. Und ich merke das immer wieder, vor allen Dingen, wenn Erlebnisse passieren oder wenn ihr Angst habt vor gewissen Dingen oder in irgendeine Situation reingeratet, die euch wirklich so eine Emotion verpasst, die nicht nice ist. Und ich kenne das, Digga. Ich habe das vor gar nicht so langer Zeit auch wieder gehabt. Und ich merke bis heute noch, wie ich teilweise in diese Situation, also wie diese Situationen mich beeinflussen in meiner Zukunft, obwohl die mit meiner Zukunft gar nichts zu tun haben. So. Also du hältst dich quasi mit deinen eigenen Gedanken, indem du immer wieder an diese Sachen denkst und dann diese Emotionen wieder durchlebst, die ganze Zeit unten. Also du bremst dich und dämpfst dich die ganze Zeit selber, weil du dich an irgendwelchen Situationen, die in der Vergangenheit passiert sind, festhältst und eventuell Angst vor irgendwelchen Konsequenzen hast oder so. Und das fickt dich und dein Leben. Ich merke das bei mir, das macht dich kaputt. Du musst dich davon trennen und es kommen Situationen in deinem Leben, wo das extrem schwierig ist so. Aber man muss sich einfach bewusst machen, dass dein Hier und Jetzt, dass es nichts gibt, was es Hier und Jetzt beeinflussen kann. So. Das sind alles nur Gedanken, das ist eine Illusion, das passiert in deinem Kopf, das hat nichts mit der Realität zu tun. Weißt du, was ich meine? So. Und das lernst du halt, indem du dich hinsetzt und meditierst und indem du Bewusstseinsübungen machst, indem du verstehst, dass du mehr bist als deine Gedanken, dein Körper und diese ganzen Sachen, die in deiner Vergangenheit passiert sind, so. Da ist was, was drüber hinausgeht, so. Und damit musst du dich connecten, so. Und wenn du dich damit connectest, dann schaffst du es, diese Dinge loszulassen und wieder zurück in den Moment zu kommen und dein Leben zu leben, bestmöglich zu leben, so. Weißt du? Und es ist eine Challenge, ich weiß das, ich kenne das selber bei mir so, aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Bedeutet also, wenn deine Energie in der Vergangenheit ist, dann gibt es keinen Energiefluss in der Richtung der Zukunft. Alles in deinem Leben bleibt dann so, wie es ist. Wenn du das jetzt mal anwendest und da ein bisschen drauf extrapolierst, dann bedeutet das, damit du dein Leben verändern kannst und den Fluss schaffen kannst, musst du deine Energie verändern. Wie aber sendest du Energie aus? Deine Gedanken, die du denkst, die senden Informationen ins Quantenfeld aus. Das beeinflusst das Feld. Das beeinflusst die Informationen im Feld. Das ist so wie eine elektrische Ladung im Quantenfeld. Die Gefühle, die du empfindest oder ausdrückst, die ziehen auch
im Umkehrschluss wiederum Erlebnisse und Erfahrungen an dich heran. Die Emotion neigt also dazu, dass es eine Art magnetische Kraft wird, die das wirklich anzieht. Das ist, nennt man Affluenz, das, was auf dich zufließt. Die Kombination aus dem, wie du denkst und dem, wie du dich fühlst, das wird dann sozusagen durch elektromagnetische Signaturen, das wird dein Leben, das manifestiert dein Leben, ich schwör's dir, ausgesendet in jeden einzelnen Aspekt deines Lebens. Das hat aber jeder von uns auch schon mal mitbekommen, so, weißt du, wenn du in einer negativen Schwingung unterwegs bist und wenn irgendwas Negatives passiert ist und du denkst negativ, du fühlst negativ und du sprichst eventuell sogar negativ, dann passieren noch mehr negative Dinge auf einmal und das ist wie so ein Teufelskreis, da kommst du auch dann erstmal nicht mehr raus. Erst wenn du anfängst, wieder besser zu denken, besser zu sprechen und besser zu fühlen, wird sich dein Leben im Außen auch wieder verbessern, so. Also alles, was im Außen ist, ist eine Reflexion von dir selber, das musst du dir bewusst machen, so. Und das checken viele Leute gar nicht, wenn die den ganzen Tag zum Beispiel online sitzen und Hass verbreiten und über andere Menschen negativ reden und so, dass immer wieder negative Sachen in deren Leben zurückkommen und dass sie dann in dieser negativen Spirale sind und nur noch negativ unterwegs sind. Wir kennen alle solche Menschen so. Weißt du, ich will da keine Namen nennen, aber wir wissen alle, es gibt diese Leute so. Und das kann kein Zustand sein, den du für dein Leben wirklich möchtest. Deswegen habe ich auch zum Beispiel für mich irgendwann festgelegt, gar nicht mehr auf Leute zu reagieren, die negativ über mich reden, groß so. Außer es interessiert mich wirklich und ich habe das Gefühl, boah, ja, das ist jetzt sehr, sehr wichtig und das weiß ich nicht. Das interessiert mich so krass, dass ich das tun muss, so. Aber sonst nicht, weil das verändert deine Frequenz in eine negative Richtung. Und alleine, wenn du dir die Frequenzen von den Leuten gibst und darauf eingehst, so, kann es sein, dass du damit wieder negative Sachen in deinem eigenen Leben manifestierst, so. Und deswegen ist es auch so, dass wir eigentlich versuchen müssen, immer zu lieben und positiv zu sein, weil das die höchste Art von Schwingung ist, die wir haben können und so unser Leben einfach auch am schönsten, am harmonischsten und am positivsten ist und wird in der Zukunft. So. Deswegen stehe ich für Liebe, für gute Energy, für positive Sachen und für Miteinander, weißt du? Damit du Dinge erschaffen kannst, die in deinem Leben fließen sollen, musst du Informationen aussenden, die verbunden ist mit der Emotion, die du erfahren möchtest dabei, ehe das Ereignis sich wirklich ereignet hat. Das bedeutet, wenn du die Emotion schon annehmen kannst, die in der Zukunft sein wird, noch ehe sie sich verwirklicht, dann fängst du an, wirklich einen Fluss zu kreieren oder das auf dich zuzuziehen mit neuen Ereignissen, neuen Gelegenheiten, neuen Möglichkeiten, Synchronizitäten, Dinge, die auf dich zukommen, statt dass du ihnen hinterher bist. Unsere Forschung zeigt, dass wenn man eine klare Intention, also eine genaue Vision dessen, was du in deiner Zukunft erleben möchtest, wenn man das verbindet mit einer erhöhten Emotion, mit einer wirklich aus dem Herzen kommenden Emotion, Dankbarkeit, Inspiration, Freude, Freiheit, das ist die Kombination dieser klaren Intention und dieser erhöhten Emotion, die dazu führt, dass das wirklich ausgesendet wird als neue Information ins Feld. Je länger du diesen Seinszustand erhalten kannst, desto erstaunlichere Dinge werden sich ereignen. Dein Körper wird dann an. Und das Krasse dabei ist, es gibt so viele Dinge in unserer heutigen Welt, die diese Frequenzen stören. So. Es reicht nur, wenn du 20 Minuten auf dem Handy dir irgendwelche Insta-Stories oder Reels oder was auch immer reinziehst oder irgendwelche TikToks so und dann ist auf einmal deine ganze Frequenz gefickt. So. Dann ist auf einmal alles nicht mehr so, wie du es eigentlich haben möchtest, um das in dein Leben anzuziehen, was du verdient hast für dich und was du gerne möchtest. So. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass man bewusst ist und dass man bewusst konsumiert. Und dass man sich bewusst mit Menschen umgibt und bewusst Musik hört, bewusst sich Videos reinzieht, bewusst mit dem Social Media Shit umgeht, so. Weil das alles hat einen Effekt auf deine Frequenz und im Endeffekt, was du auch in deinem Leben manifestierst und was du anziehst für dich in deinem Leben, so, weißt du? Es ist, ja. Wir sind sehr feinfühlige Menschen und alles hat einen Effekt auf uns. Von einem neuen Ereignis oder einer neuen Zukunft im Leben oder noch besser gesagt, dieses Erleben fließt auf dich zu. Die Frage, die wir uns dann aber stellen müssen, ist, was senden wir denn aus, Tag für Tag, in dieses Feld? Das ist nun der dritte Punkt, denn
Denn der Typus der Emotionen, den du erfährst, wenn du auf Umstände in deiner Welt reagierst, sind dieselben Emotionen, die mit deiner Vergangenheit verbunden sind. Die primären Emotionen, die Menschen spüren, wenn sie im Reaktionsmodus sind, ist Aggression, Angst, Wut, Neid, Urteilen, Angst, Beurteilen, Scham, Depression, all diese Emotionen kommen. Die kommen aus den Stresshormonen heraus und die wirklich zapfen die vitalen Ressourcen des Körpers an. Was dann passiert ist, dass das elektromagnetische Feld um den Körper herum sich in Chemie verwandelt. Ja, man kann buchstäblich krank werden, nur durch Gedanken und Emotionen. Du kannst krank werden, kannst richtig echte Krankheiten bekommen. Schlimme Krankheiten bekommen. Nur wegen deinen Emotionen und Gedanken. Das ist crazy, Alter. Das wissen viele Leute gar nicht. Viele Leute gehen richtig unbewusst durchs Leben und checken gar nicht, dass jede Emotion und jeder Gedanke einen Effekt auf dich haben kann und deinen Körper. Auch auf deinen physischen Körper. Das Lichtfeld um den Körper herum verringert sich. Das haben wir gemessen. Wenn das auftaucht und man das immer wieder macht, dann hat man keine Energie mehr, um eine neue Zukunft zu kreieren. Du hast keine Energie mehr zu heilen. Du hast keine Energie für Fülle oder um eine neue Bestimmung zu gestalten, weil du deine vitalen Ressourcen verbraucht hast. Ne? Das verringert das elektromagnetische Feld des Körpers und dann wirst du eher Materie mehr als Energie, dann wirst du mehr Teilchen und weniger Welle. Das Ergebnis davon ist, dass mehr Materie, weniger Energie. Jetzt, dass du jetzt Materie bist, die im Leben versucht, Materie zu beeinflussen und du bist nicht mehr im Fluss. Und du bist nicht im Fluss, wenn du als Materie versuchst, Materie zu beeinflussen. Du bist dann ja dann getrennt vom Informationsfeld, das den Fluss erschafft. Die Trennung davon verursacht also dazu, dass wir eine Realität innerhalb der Sinne wahrnehmen wollen. Wir sagen, ich bin hier und mein Traum befindet sich da drüben. Damit ich bekomme, was ich in meiner Zukunft haben möchte, erlebe ich einen bestimmten Mangel oder eine Trennung von dem, was ich will. Jetzt werde ich also versuchen, das zu kontrollieren und dafür zu kämpfen und das zu erzwingen, bestimmte Ergebnisse, damit ich meine Ziele erreiche. Denn die meisten Menschen sind ja Materie, die versuchen. Damit schiebst du das noch weiter weg von dir sogar. Ich schwör's dir. Also die Wahrscheinlichkeit wird geringer, dass du diese Ziele und diese Träume wirklich erreichst, wenn du dich getrennt davon fühlst und sagst, ich bin hier und das ist da. So, du bist alles, immer. Und du musst fühlen, mehr. Viel mehr fühlen, als zu denken. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine Gefühlsgeschichte. Das ist dein höheres Ich. Das musst du erstmal finden. Damit musst du erstmal eine Connection aufbauen. Durch bewusstes Sein. Und wenn du da eine Connection hast, so, dann treibt es dich automatisch dahin, wo du auch hingehörst. Nicht nur, was du gerne haben würdest, so, sondern auch, wo du wirklich hingehörst. So. Und jeder von uns gehört irgendwo hin. Jeder von uns hat eine Aufgabe gekriegt von Gott. Jeder von uns hat was Besonderes in sich. Und wir müssen halt dieses höhere Ich finden, um diesen Weg zu gehen. Und dazu musst du bewusst sein. Und aufhören, dir jeden Tag 1000 TikToks reinzuziehen oder irgendeine andere dumme Scheiße oder wie Leute sich beefen oder so, weißt du? Es gibt halt sehr viele Dinge. Und ich bin nicht perfekt. Ich will mich hier gar nicht hinsetzen und sagen, ich mach das nicht. Weil ich verliere mich auch manchmal wieder. Also ab und zu, jetzt auch wo ich krank war zum Beispiel, ziehe ich mir so einen dummen Scheiß rein. Und ich weiß ganz genau, während ich mir diesen dummen Scheiß reinziehe, so, Bro, das trennt dich eher von dem, was du mal sein willst in der Zukunft, so, weißt du? Aber wir sind halt nicht perfekt, wir haben alle unseren Rückfall. Wichtig ist, dass du wieder zurückkommst und dass du nicht aufhörst, daran zu arbeiten. Materie zu beeinflussen. Und wenn wir Materie sind, die Materie beeinflussen möchte, sind wir nicht im Fluss. Denn es nimmt mehr Zeit in Anspruch, damit die Dinge im Leben sich zeigen. Viele Menschen machen die Erfahrung eines Mangels an Fluss im Leben, weil sie vorrangig als Materie leben und nicht als Energie. Das erzwingt die Frage, was sendest du Tag für Tag ins Feld aus? Wenn du definiert bist, im Wesentlichen durch die Vergangenheit und durch die Erinnerungen und nicht so sehr durch die Visionen aus der Zukunft, dann fließt du nicht zur Zukunft, sondern du fließt vielmehr in Richtung Vergangenheit. Du fließt immer noch, aber der Flow, diese Flussrichtung, erschafft dieselben Umstände immer wieder im Leben.
eine gute Übung wäre, da über eine Möglichkeit nachzudenken, wie kann ich mich verbinden mit diesem Informationsfeld. Wenn du dein Herz anfängst zu öffnen und beginnst damit zu fühlen, was das bedeutet, diese erhöhten Emotionen zu haben, dann bewegt sich das Herz in diesen Status der Kohärenz, der Ordnung hinein. Und es gibt ein messbares magnetisches Feld, das das Herz aussendet. Dein Herz ist das Zentrum deiner Ganzheit. Das ist die Union der Polarität und der Gegensätze. Da fühlen wir weniger Trennung und mehr Verbindung. Das Herz ist das intelligenteste Organ in unserem Körper, Digga. Haben wir auch in der Bewusstseinsdokumentation gesehen. Das messbare magnetische Energiefeld ist eine Schwingung, eine Frequenz. Diese Frequenz trägt Informationen. Das bedeutet, damit du dich wieder in den Fluss zurückbewegen kannst, musst du diese suchtbringenden Stressemotionen eintauschen, die dazu führen, dass du dich abgetrennt fühlst von dem, was in der Zukunft passiert, weil das einfach die Natur der Chemie ist, dass wir materialistischen Charakter sind, weil wir das haben. Wenn wir aber diese erhöhte Emotion schaffen, dann sind wir wieder verbunden mit etwas Größerem. Dann fühlen wir uns so, dass wir nicht länger getrennt sind vom Traum. Wir fühlen uns emotional so, als hätten wir es schon. Diese Frequenz, die du dann aussendest, die Energie, die sich dann aus deinem Körper herausbewegt, das ist eine magnetische Ladung, ein magnetisches Feld, trägt eine Absicht, eine Botschaft, eine Information. Und das ist der Moment, wo du deine Vision der Zukunft hast und die liegt quasi auf dieser Energie drauf. Die Menschen, die das üben, verändern ihr Gehirn und ihren Körper vom Leben in der Vergangenheit in ein Leben in der Zukunft. Wenn man sich das klar macht, der Körper folgt immer deinem Verstand. Immer. Du denkst erst, dann tust du. Alles, also Materie kann nur Gedanken folgen. So. Alles, das kann man nur immer wieder als Beispiel nehmen. So, egal was du anfassen kannst, was Materie ist, muss vorher gedacht worden sein. Es geht nicht andersrum. Materie wird nicht von alleine entstehen und danach denkst du es so. Nein, es muss einen Gedanken vorher gegeben haben und der Gedanke muss dann umgesetzt worden sein in die materielle Welt rein, quasi. So. Das alleine, wenn man das richtig versucht mal zu verstehen, dass nichts entstehen kann, bevor du es nicht gedacht hast, so, das hat so einen heftigen, daran merkst du, wie mächtig und powerful deine Gedanken sind, so. Und dann musst du gucken, was denkst du den ganzen Tag? Wie denkst du den ganzen Tag? Wo führt dich das dann wahrscheinlich hin, wenn du so oder so denkst, so, weißt du? Allein darüber machen sich ganz wenige Leute noch Gedanken. Und ich finde, da müssen wir wieder hin zurückkommen, weil das ist ein altes Wissen, was schon immer eigentlich in der Menschheit vorhanden ist. Und viele Menschen damals haben das verstanden und konnten dann alleine mit diesem Wissen Dinge tun, die wir heute nicht mal ansatzweise tun können. So. Weißt du? Deswegen, wir müssen zurückkommen zum Menschsein. Wir müssen zurückkommen zu unserem höheren Ich. Wir müssen das finden, Digga. Wir müssen in die Spiritualität zurückkommen. Egal auf welche Art und Weise. So. Weißt du? Weil das bestimmt dein Leben. Das bestimmt, wie deine Zukunft aussieht. Du willst nicht sterben als ein unbewusster Typ, der eigentlich gar nicht gewusst hat, warum er gelebt hat. So. Nee, der hat nur Materialismus gejagt sein ganzes Leben lang, Geld gejagt, Häuser gejagt und was auch immer. Und dann stirbst du so. Du hast nicht mal angefangen, irgendwie ein bisschen aufzuwachen und zu checken, was du als Mensch eigentlich wirklich bist, so. Weißt du? Gedanken hast und du stehst morgens auf und gehst auf die Toilette und du hast eine Vision der Toilette. Und das Nächste, was passiert, ist, dass der Körper diesem Verstandesbild folgt. Das ist bekannt. Du hast die Vision zu frühstücken in der Küche. Du siehst das Bild vor deinem geistigen Auge des Tisches, an den du dich setzen wirst, das Essen, das du essen wirst, und dein Körper folgt diesem Verstand einfach in die Küche hinein. Der Körper folgt einfach immer dem Verstand. Wenn du deine Energie in eine Zukunft investierst und das immer wieder dir anschaust, jeden Tag, diese Zukunft, und da neue Informationen aussendest in das Feld und dir die Zeit nimmst, diesen erhöhten emotionalen Zustand zu haben, um diese Erfahrung an dich heranzubringen, wenn du das jeden Tag übst, dann wird dein Körper deinem Verstand auf fließende Weise folgen, in eine unbekannte Erfahrung hinein. Und da ist so eine Sache, und damit habe ich selber auch Probleme, überhaupt seine eigene Zukunft zu sehen. Was willst du denn eigentlich überhaupt? Das mal zu definieren, das mal aufzuschreiben und das mal so versuchen zu fühlen, so, wo möchte ich eigentlich sein in der Zukunft? Und das Video inspiriert mich jetzt auch gerade wieder, weil das eine Sache, die bei mir auch immer,
Ja, Digga, also ich glaube, bei mir ist es so, dass mein Leben noch nicht richtig so ist, wie ich es gerne möchte, ist, weil ich gar nicht richtig definieren könnte, wie ich mein Leben haben möchte. Und ich habe das noch nie so richtig einmal runterdefiniert und gesagt, so das will ich gerne haben in meinem Leben oder so soll mein Leben in Zukunft aussehen. Und wenn du das nicht richtig definiert hast, dann kannst du auch nicht den Weg gehen, so. Weißt du, wie ich meine? Das geht ja nicht, funktioniert nicht. Dann kannst du dir auch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, dieses Leben zu leben, wenn du es gar nicht richtig definiert hast. Und natürlich, und das war bei mir der Fall, ist es immer wieder so, dass Dinge vielleicht passieren oder du dich als Mensch weiterentwickelst und dann dein Kompass sich mal ein bisschen justiert oder verändert so. Weil zum Beispiel habe ich früher eigentlich auch nur Materialismus und so gejagt. Mittlerweile sind mir auch andere Dinge noch viel wichtiger geworden. Deswegen, also ich bin gerade an dem Punkt. Jetzt auch durch dieses Video, was mich gerade inspiriert, so, dass ich meine Zukunft nochmal neu definieren muss und wo ich wirklich gerne hin möchte und das mir mal aufschreiben muss und dann dich einfach täglich hinsetzt und dir vorstellst, wie komme ich dahin, beziehungsweise nicht wie komme ich dahin, sondern wie würde es sich anfühlen, da zu sein? Wie fühlt es sich an, da zu sein? Und das dann wirklich zu fühlen. Und dann wird dein Körper automatisch folgen. Der hat recht, Digga. Es ist einfach Fact. Die gleiche Weise, wie ihr unbewusst einfach deinem Verstand aufs Klo folgt am Morgen. Was ist daran relevant? Wenn du weißt, du bist im Flow, wenn es da wirklich etwas Anstrengungsloses gibt, eine Auswirkung, die dich keine Mühe gekostet hat, dass da Synchronizität passiert, dass da Zufälligkeiten passieren, lauter Dinge, die sich toll ereignen, lauter Gelegenheiten, die sich plötzlich zeigen. Das ist ein Nebeneffekt deines veränderten Energielebens. Da kommt ein Feedback von der Umgebung auf dich zu, das dich wissen lässt, dass du mit dem universellen Mind in Verbindung bist. Wenn du anfängst, das zu sehen, auch diese Auswirkungen, wie sie sich in deinem Leben ereignen, dann werden die Emotionen, die du erfährst als ein Ergebnis dieser Synchronisation, wird dich dazu inspirieren, noch mehr zu erschaffen. Jetzt siehst du also die Zeichen in deinem Leben und jetzt weißt du, dass du dem näher kommst, was deine Zukunft ist, deine Ersehnte. Das ist die Energie der Emotionen, die du fühlst, die dich aufregt und die du inspirierend findest und die dich dazu bringt, mehr zu erschaffen. Und dann beeinflusst du das Feld noch stärker durch deine Intention und dann fängst du an, wirklich das ist das Gegenteil vom Teufelskreis und Überfülle zu kreieren, diese Affluenz, die wirklich auf dich zukommt und dann wird es mehr Fluss im Leben geben, unweigerlich. Und wenn du das richtig gut kannst, dann wird sich dein Seinszustand, nämlich die Art, wie du denkst und wie du fühlst, wird sich ganz und gar verbunden sein mit der Zukunft. Und wenn du diesen veränderten Geisteszustand und körperlichen Zustand beibehältst, dann wird es wirklich die Dinge verändern und unabhängig von den Emotionen und den alten Gewohnheiten, die mit dem Körper verbunden sind, und die sind unabhängig auch von der Zeit, dann wirst du anfangen zu sehen, dass es da messbare Veränderungen im Leben gibt. Geil, Digga, ich schwör's dir. Sehr stark. Freue ich mich, dass wir uns mal wieder ein Video reingezogen haben. Ich weiß, es interessiert nicht viele Leute. Die wollen nur Hektik, Drama und negative Informationen. Deswegen haben sich auch wieder 20, 30 Leute leider verabschiedet hier aus dem Stream. Aber es ist mir egal, weil das ist auch wichtig für mich persönlich so. Da immer wieder ein Reminder zu haben, wie das Leben funktioniert so. Weißt du, wie ich meine? Und der bringt es gut auf den Punkt. Der inspiriert mich sehr. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.